Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Godzilla gegen King Kong. Das geilste Event aller Zeiten. Ich habe keine Hose gerade an, das habt ihr gesehen. Das ist mein stiller Protest gegen diese völlige Verdummung des normalen COD-Spielers, der sich, so wie ich, großer Godzilla- und King Kong-Fan, ich fand Skull Island geil, ich fand die Godzilla-Teile geil, auch die alten Teile, da waren noch welche in Schwarz-Weiß, die finde ich geil, Godzilla gegen Kong fand ich geil, Godzilla, alle Teile fand ich geil, ich bin richtiger Fan davon gewesen und tatsächlich, und das ist eigentlich ja ziemlich dumm, habe ich mich auf dieses Event gefreut. Aus dem einfachen Grund, dass ich dumm bin und nach 3 Jahren noch nicht verstanden habe, dass Activision ein Scheißverein ist, vollgepumpt mit Vollidioten und Menschen, die dort nichts zu suchen haben. Und man kann auch den Entwicklern Schuld geben, hauptsächlich kommt es aber von oben. Und bei Vanguard ist eh Hopf und Malz verloren, da haben wir Sledgehammer. Und ich schwöre es euch, Leute, ich saß im Stream gestern, wirklich, ich saß so davor und hab richtig Bock gehabt und hab gedacht, alter Falter, das wird mit Sicherheit geil. Und die Teaser und Trailer, die wir bekommen haben, schon vor 2 Monaten und in einem Trailer kämpft Kong gegen Godzilla an. Und ich saß da so und dachte, ey, ich bin voll bereit. Egal, was ich machen muss, es kann ja nicht schlecht werden eigentlich, weil man hat alles Potenzial. Man hätte Teams 20 gegen 20 und man kämpft in Teams gegeneinander und dann kann man mit speziellen Aufgaben Godzilla rufen oder Kong oder beide Teams können einen rufen und man kämpft so Seite an Seite, wisst ihr, unten 20 Leute, ballert auf die anderen 20, die haben Kong bei sich, man hat Godzilla bei sich, dann gibt es meinetwegen am Ende so eine Outro-Sequenz, irgendwie alle gewinnen oder alle verlieren und keine Ahnung, Kong wirft einen der Felsen auf Peak und macht es wieder kaputt, nur für diese Season. Oder Godzilla haut mit seinem Plasmastrahl so eine Furche irgendwo hin, plötzlich gibt es eine Unterwasserwelt oder was weiß ich was. Man hätte alles machen können, wirklich alles machen können, aber man hat so einen Scheiß gemacht. Übrigens, Leute, das hier ist nicht ganz ein Godzilla-Controller, aber von meinem neuen Partner Super Level, einer der neuen, checkt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Es wird demnächst, da kommen 2 nagelneue mit Padded hinten dran, selbstverständlich. Die sind hier diesmal kleiner gemacht. Es kommen jetzt welche mit 4, auch längeren. Davon darf ich einen verlosen. Checkt die Jungs mal ab und guckt euch mal an, was für geile Sachen da sind. Code Chappy gibt euch sogar 5% Rabatt und ist endlich mal eine geile Alternative zu diesen Stick-Drift-geplagten Controllern von AIM und wie sie alle heißen. Auf jeden Fall hatte man alle Möglichkeiten der Welt, dieses Event zu einem erfolgreichen Event zu machen. Man hat es verkackt. Die einzige Aufgabe, die man hat, man landet völlig stumpf, schießt auf einen der beiden. Der eine, Godzilla, bewegt sich immer nur im Wasser, am Rand, ganz, teilweise in der Zone, kommt nicht raus. Und Kong ist meistens so irgendwo in der Mitte, springt manchmal so 10 Meter hin und her. Und ihr müsst, egal mit welcher Waffe ihr schießt, ihr macht immer den gleichen Schaden und bekommt immer die gleichen Monarch-Punkte, nenne ich es jetzt einfach mal. Und je nachdem, wie viele Punkte ihr gesammelt habt, habt ihr irgendwann dieses Scream-Gerät, mit dem ihr einfach einem davon den Auftrag geben könnt, Kong, wirf auf der Karte den Stein oder Godzilla, hau den Plasmastrahl dahin. Das ist alles. Und währenddessen könnt ihr Kisten öffnen, ihr könnt Kisten anfordern, ihr könnt Gegner töten, also nichts Kreatives. Einfach nur in 4er-Teams und das Team, was am Ende noch da ist, gewinnt. Die beiden kämpfen nicht gegeneinander, die kämpfen nicht miteinander. Man kann dem einen mit dem Screengerät den Befehl geben, auf den anderen zu schießen. Das funktioniert aber nicht so wirklich, ist auch völlig langweilig gemacht. Dieses Event ist absoluter Scheiß und ich habe 90% der Leute gesehen, die gesagt haben, was für ein Bullshit ist das denn? Natürlich gibt es das Kong-Bundle für 24 Euro oder 2400 Punkte, das Godzilla-Bundle für 2400 Punkte, es gibt Mech-Godzilla und wenn ihr alles zusammen kauft für 70 Euro, kriegt ihr noch irgendwas. Als Belohnung, wenn ihr 9 Aufgaben macht, 8 davon sind einfach nervig und die 9. ist auch nervig, ihr müsst 6 Stunden diesen speziellen Modus spielen, bekommt ihr eine Blueprint-Variante von der DMR. Das Problem ist, diese Blueprint-Variante ist einfach nur eine Holzoptik und eine SVT ist weder Meta noch benutzt man die viel. Es gibt also eigentlich kein Reward.
es gibt keine Belohnung an und für sich. Es ist nervig und es ist nicht kreativ. Es ist wirklich, das, es ist auch grafisch nicht der Hammer. Nichts an diesem Event war interessant. Und vor allen Dingen ist Activision der Verein, der vor weniger als einem Jahr gesagt hat, was Events angeht, sind sie Epic Games mit Fortnite um Welten voraus. Und wenn jemand mit einem Milliarden-Dollar-Unternehmen solch eine Aussage trifft, dann muss man ihn anhand des Besten bewerten, und das sind Epic Games mit Fortnite-Events, egal ob das das Ariana Grande-Konzert war, ob es, falls ihr euch daran erinnert, damals waren in den Seasons immer so Waffen rausgenommen worden und da gab es ein riesen Live-Event. Millionen Spieler konnten gleichzeitig auf so Säulen raufspringen, wo dann eben eine dieser Waffen, die gebannt worden sind, entfernt worden sind, angezeigt wurde. Und da, wo am meisten Spieler draufgesprungen sind, diese Waffe ist die Waffe gewesen, die dann wieder ins Game zurückgekommen ist. Mega cool, es gab das Raketen-Event oder mit dem Asteroiden war das. Es gab so viele Events von Epic Games in Fortnite, die immer besser werden. Und Activision hat seit langem mal wieder das Potenzial gehabt, was Gutes zu machen, weil Godzilla und Kong geben einem 100.000 Möglichkeiten und sie haben es wirklich hingekriegt, dass man nichts anderes tut, außer dass die aufeinander, ja, aufeinander warten. Ich weiß nicht. Nicht mal in der Outro-Sequenz kämpfen die gegeneinander. Also eigentlich haben sie gar nichts miteinander zu tun. Beide werden nur auf verschiedenen Orten an der Karte angezeigt und das war's. Und das ist das gesamte Event gewesen. Ich bin ja wirklich von Activision nicht mehr überrascht im negativen Sinne und auch schon gar nicht mehr enttäuscht eigentlich, weil ich nichts mehr erwarte. Ich erwarte gar nichts mehr. Ich habe auch keine Vorfreude mehr auf das nächste COD, weil ich mir mittlerweile ganz nüchtern sage, ich schau, vielleicht kann man spielen, vielleicht kann man es nicht spielen. Wenn man es nicht spielen kann, lasse ich es, und wenn man spielen kann, freue ich mich und mache Content drüber. Aber dieses Event mit dem, was die an Möglichkeiten hatten, war absolut schrecklich. Und ich weiß, das ist jetzt wieder ein Vorschlag, der bei Activision wahrscheinlich auf Kopfschmerzen treffen würde. Aber warum macht man es nicht wenigstens so, dass eins von den Bundlen, das Kong-Bundle oder das Godzilla-Bundle, nicht nur käuflich erwerblich ist, sondern für jeden, der diese neuen Aufgaben macht, also so und so viel Schaden an die beiden, so und so oft einen rufen, so und so oft eine Runde unter den Top 30%, warum macht man es nicht so, wenn man diese Aufgabe erfüllt, was schon 6-7 Stunden Spielzeit mindestens erfordert, man muss ja auch dann jede Runde gewinnen, warum macht man es nicht so, dass man sich eins dieser Bundles aussuchen kann und umsonst behalten kann? Das würde so... Ich hätte gestern für das Godzilla-Bundle, weil es meiner Meinung nach ganz cool aussieht und die STG zufällig aktuell Meta ist, hätte ich 6 Stunden diesen Modus gemacht, weil ich die Chance gehabt hätte, dieses Bundle, was mir richtig gut gefällt optisch, mir zu holen. Ich bin nicht bereit, 2400 COD-Points für so einen Scheiß auszugeben. Und ich glaube, vielen geht es von euch auch so, die hätten gesagt, wisst ihr was, das Bundle sieht geil aus, ist jetzt vielleicht nicht geil, der Modus, aber die 5-6 Stunden gönne ich mir trotzdem, mach das mit Freunden irgendwie stumpfsinnig und hol mir das dann. Man hätte einen Krieg machen können, wo man Flugzeuge startet und die Flugzeuge Kong und Godzilla angreifen, oder man fliegt gegeneinander und dann die letzten 10 Piloten müssen aussteigen und kämpfen am Boden, und es hätte 1000 Möglichkeiten gegeben, und man hat sich am Ende des Tages dafür entschieden, dass man das langweiligste, dümmste und schlechteste Event daraus macht, was Activision und COD bisher gemacht haben. Und das heißt für mich eigentlich nur eins: die Messlatte, die die selber immer niedriger legen, wird noch niedriger. Ich bin richtig, ja, tatsächlich bin ich enttäuscht, weil Kong und Godzilla wirklich so viele Möglichkeiten geboten haben und man hat mal wieder nichts draus gemacht. Leute, was ist eure Meinung zum Event? Und wenn ihr es geil fandet, schreibt es gerne rein. Ich freue mich ja für jeden, der Spaß daran hat, aber ich fand das wirklich absoluter Rotz. Es ist eine absolute Frechheit und ich habe das Gefühl, viele trauen sich schon gar nicht mehr darüber negativ zu sprechen, weil sie dann ihren Creator-Code abgeben müssen. Ja, ist halt, wenn man den Kopf aus dem Arsch von Activision rausziehen muss. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Keinen Hass, ich bin raus.